Und da geht es auch schon wieder weiter bei uns. Wir beginnen erstmal mit einer neuen Runde. Sieht sie ihn spioniert hier bei uns? Wir werden belagert! Ach, das sieht ja schon wieder hier ganz lustig aus. Ungarn will uns also als nächstes an den Kragen. In Wien bricht eine Revolte aus. Gegen die Dänen haben wir immer noch keine großartige Chance. Genau, das habt ihr. Von Kaiser, der Feind wartet vor den Mauern. Er belagert uns. Ja. Ihr mich auch, aber richtig. Kaiser! Heiliger Kaiser, für das Reich! Befehle, Kaiser! Vorwärts! Für das Reich! Ihr wünscht? Wie reich? Befehle, Kaiser! Ha. Ja, mein Kaiser! Das war jetzt gerade ein echt schlechter Witz. Also hier unten stiftet eine Unruhe. Mag ich ja gar nicht. Hier greift Ungarn gerade an. Hier oben toben immer noch die ganzen Probleme. Kaiser! Ihr wünscht? Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ich komme einfach nicht von den schlechten Truppen weg. Und das ist echt nervig. Ihr wünscht? Befehle, Kaiser! Ich werde schon bald eure Frauen und euer Land genießen. Ja, ich beniese dich auch gleich. Mann, wie machen wir es denn am besten? Am besten gar nicht. Okay. Wie groß wäre denn die Chance? Kaiser! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Befehle, Kaiser! Ihr wünscht? Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Mensch, da sieht man doch glatt, wie wenig man hier unten noch drinne sind. Bringt ja alles nichts, ne? Also hier. Mein Kaiser? Muss ich erstmal wieder zurück. Ja, Kaiser! Aber Kaiser, wir können nicht dorthin marschieren. Überall den Weg. Das können wir nicht tun, Kaiser!
Unmöglich, Kaiser! Aber Kaiser, wir können nicht dorthin marschieren. Eure Befehle? Das können wir. Meine Mittel sind vielleicht nicht elegant, aber effektiv. Oui, effektiv. Oui, ist mir egal. Befehle, Kaiser! Terrible egal ist es mir. Kaiser! Marschiert! Ihr wünscht? Einer, keiner, auch keiner. Okay, gut. Ja, mein Kaiser! Vorwärts! Jawohl! Nähern uns den Feinden des Reiches! Belagern die Siedlung, Kaiser! Wird es Zeit, die Mauern zu stürmen, Kaiser? Leute, dann müssen wir uns ja echt einen Plan B überlegen. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Stadtmilizen, Speermilizen. Das wird ein Kampf, den können wir nur verlieren. Verbinden die Truppen! Was ist denn da unten los, Mensch? Also Mailand rüstet auf, hat noch zwei Ländereien. Dänemark kriegt jetzt gleich eine schrecklich vom Bug geknallt. An Marseille habe ich ja noch einige Truppen, die werde ich dann wohl jetzt gleich mal demnächst fortschicken. Seid gegrüßt, edler Herr. Ich habe etwas mit euch zu besprechen. Natürlich. Es ist eure Entscheidung. Lebt wohl, edler Nein. Herr. Hallo? Dagegen habe ich keine Chance. Bedeutet ein glatter Rückzug. Zurückziehen! Ja, oder wir rechts sind verdammt! Hier errichten wir ein Nachtlager. Das mit dem rechts und links. Eine klare Niederlage. Gut, heißt, wir warten uns erst mal unten und gehen dann Richtung Ungarn. Echt, ey, hier alles Neider über meine Ländereien. Papst greift also nicht ein. Heißt ja gut, dass niemand weiß, dass ich auf eure Meinung scheiß. Schleich dich nicht so an, bewege dich. Platsch. Ja, natürlich, der war da unheilig. Bewegung. So lange aber nicht Zeit hier. Ortswache ist bald fertig. Die bilden wir weiterhin fort. Ihr hasst mich, aber ihr könnt mich nicht besiegen. Noch nicht. Kommt noch alles. Kaiser! Normaler Steuersatz, damit die sich erstmal beruhigen. Dann bauen wir hier eine Taverne und eine Abtei. Rekrutieren hier gleich mal noch ein paar schwere Infanteristen. Obwohl, wie wäre es denn, wenn wir die erstmal hier alle fortbilden, ne? Was haben wir denn hier in Genua? In Genua bauen wir einfach mal ganz kurz frisch eine Straße. Hier in Marseille, genau. Hier in Marseille wollten wir ja ein paar Truppen fortbewegen. Befehle, Kaiser! Ihr wünscht? Befehle, Kaiser! Ihr wünscht? Ja, mein Kaiser!
Die heutige Reise ist vorbei. Oui. Sollen wir, mein Kaiser? Marschiert! Ha, jetzt ist die Frage, wo liegt die Stadt Dijon? Ja, Kaiser! Wer von euch hat in Geografie aufgepasst und kann mir jetzt helfen? Ja, wir werden hier rasten. Ja, mein Kaiser. Hier errichten wir ein Nachtlager. Die heute. Ja, Kaiser. In Ordnung. Ja, Kaiser. In Ordnung. Ja, mein Kaiser, ich rede mit den Ausländern. Ich habe aber ein Ratshaus. Erstmal nur was für die Kaiser! Grundverteidigung. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. So. Na dann, hau mal drauf. Klarer Sieg. Also hätte der jetzt nicht gewonnen. Ruhm für das Reich! Das Reich war erfolgreich! Baronstelle. Baumeisterwerkstatt. Wow. Entschuldigung, aber ey, da sind die da jetzt so klasse. Das hat der richtig freundlich gemacht. Das hat doch fein gemacht. Ganz putzig. Ach ja. Ihr wünscht? Okay, gut. Weiter geht's. Ja, mein Kaiser. Ja. Wenn ich mich freue, dann ist es ja schon schön, ne? Ach ja, genau. Mit den Engländern sollte man ja auch nochmal verhandeln. Über Freundschaft. F steht für Freunde, die was unternehmen. Ja, Kaiser! Ziehen in die Schlacht! Knapp nie. Zurückziehen und. Benennt uns ein Schlachtfeld! Wir werden kommen und kämpfen! Ich hab doch auf mich hier so verarschen zu wollen. Also, ich meine, es geht ja gar nicht. Es geht gar nicht, gar nicht. Hier an allen Ecken und Enden. Verarschen die mich hier gerade auch vom allerfeinsten, Leute. So, der haut jetzt drauf. Ich erwähne, das Reich hat gesiegt. Aha, okay, gut. Kann es sein, dass die französische Stadt keine französische, sondern eine mailändische Stadt ist? Dies würde mich zumindest gerade nicht wundern. Und es würde mir um einiges helfen, wenn ich wüsste, dass das so ist. Der Papst kann mich echt nicht mehr leiden. Der schlachtet hier einen General nach dem anderen von mir ab. Teilen die Einheiten des Reiches! Ey, der fuckt mich hier richtig ab. Ja, Hamburg. Der Papst ist tot. Find's gut. Klar. Mailand. Ich werd nicht mehr. Danke. Da wisst ihr jetzt aber, wie schön ich unten durch bin, ne, beim Papst. Ah ja, na klar. Finde ich einwandfrei. So. Kaiser! Ihr wünscht? Mein Kaiser? Okay, gut. Ich nehme mir schon wieder hier den
Grundsatz. Gurla verballern bis zum Getno. Vorwärts. Ich wusste es. Dijon ist ja voll von Gegnern. Gut, wir brauchen also erstmal Geld. Befehle, Kaiser. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Ja, Kaiser, wir starten sofort mit der Belagerung. Die Belagerung geht weiter, Kaiser. Okay. Ihr wünscht? Gut, hier müsste ich ja jetzt eigentlich... Ach ja, gut, das Geld reicht natürlich vorne und hinten nicht. Wie denn auch? Wichtige Städte gehen mir hier verloren. Ich werde schon bald eure Frauen und euer Land genießen. So, ich brauche jetzt hier einen mit so viel Kommando. Eure Befehle? Aha, okay, gut. Wir denken, ihr werdet lediglich unsere Zeit verschwenden. Sind wir fertig? So in der Art. Scheiße. Also, Mailand hat noch zwei Länder. Venedig dürfte eigentlich gar kein Land mehr besitzen. Sizilien haut mir ja schon wieder eben von Dez. Klatsch. Voll vom Bug. Klarer Sieg. Du Kaiser, der Sieg ist unser. Das genau wäre dich. Dort solltest du das nun nicht gerade hinschlagen, ne? Aber den nächsten. Kriegen wir es hin? Ich bezweifle es. Klarer Sieg. Wow. Bitte. Nein, das ist endlich Sieg! Okay, also dieser Viertritt hat denen gerade ordentlich... Was ist denn das für ein Typi, der dort hinten steht? Ich weiß es ja nicht. Wartet mal, wo stand der denn? Der stand hier hinten irgendwo. Das ist keine Blass. Ihr versteht einfach nur nicht. Ja, Kaiser! Ziehen in die Schlacht! Klarer Sieg, sehr schön. Paris gehört mir. Mir, ganz allein. Das Reich ist siegreich! 12.000. Ein Sieg für das Reich! Ja, damit kann man, glaube ich, gerade noch mal so anfangen, zu versuchen, etwas Wichtiges aufzubauen. Das fällt mir natürlich definitiv jetzt schwer, aber was soll ich anderes machen? Ja. Heiliger Kaiser? Gut. Ja, mein Kaiser. Markier! Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser! Weiter geht's hier oben. Hier oben. Feudalritter, Deutschritter. Oh yeah. Abgesessene Feudalritter. Jetzt geht's hier oben so richtig zur Sache.
Ich muss ja erstmal hier unten zusehen, dass ich hier unten noch ein bisschen was hinkriege. Einen von denen, zwei von denen. Fortbildung vergessen wir jetzt erst einmal. Die Augen des Reichs. Seid still, ich nähere mich an. Wie ein Schatten. Ich muss mich hier ausruhen. Sehr, sehr schön. So, Leute. Ihr wünscht? Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Oh, zurückziehen, oder wir sind verdammt. Ihr werdet in einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen. Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser. Hier errichten wir ein Nachtlager. Ach, da unten sind nur noch drei Leute drin. Sehr schön, das heißt, wir warten, bis da genug Leute drin sind. Gegen die Jean haben wir noch nicht genug Seid Kämpfer. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Deswegen warten wir, bis hier genug Leute drauf sind. Wie sieht es hier unten an mit der Fortbildung? Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.